Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Test. Wir spielen mal Outpost. Wir schauen da mal rein. Ein Game, was am 1. Mai 2020 erschienen ist. Entwickler und Publisher sind Open Mind Interactive. Es ist ein Indie-Survival-Strategie, aber auch Roguelite-Gameplay. Die Beschreibung sagt, Outpost bietet die perfekte Mischung aus Survival und Roguelike-Gameplay. Starten Sie das Spiel in einer zufällig generierten Umgebung und versuchen Sie, sich anzupassen und so viele Nächte wie möglich zu überstehen. Wie lange kannst du überleben? Gute Frage. Wir gucken mal kurz rein. Es gibt verschiedene Sprachauswahl. Oh. Englisch, Niederländisch, Deutsch. Ist das dann ein niederländischer Publisher? Kann gut möglich sein. Wir gehen mal auf Deutsch, mal gucken. Okay. Bestenliste. Global. Oh, okay. 129 Nächte gerade mal. Das scheint schwierig zu sein. Drücken wir es mal so aus. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Das Erwachen. Oh ja, nee, Einführung. Wir machen keine Einführung. Wir gehen ein, oder? Gehen wir rein? Oder wir machen es anders. Ich mache die kurze Einführung, damit ich so das Gameplay habe. Und dann sehen wir uns im Kapitel 1. Also, bis gleich. So, da sind wir auch schon. Die Einführung ging relativ zackig schnell. Am Ende wurden wir noch in diesen Fortschrittsbildschirm gebracht. Das sind die Fortschritte, dafür braucht man Erfahrung, die man anscheinend mit dem Abschluss, wie je nachdem wie viele Nächte man überlebt hat, erreicht. Und wir sehen schon, hier gibt es eine ganze Menge. Gerade hier beginne das Spiel mit so und so viel Holz, Stein, Gold anscheinend. Und ja, dann wollen wir doch mal das Erwachen spielen, Tag 1. Okay, wir müssen also theoretisch 40 Tage anscheinend überleben. So, wir haben hier unten ein verschiedene Menüs. Wir haben einmal das Baumenü. Da sehen wir, was wir alles freigeschaltet haben. Angrenzende Türme erhalten Reichweite. Alle 8 umliegenden Felder zählen als angrenzend. Okay. So, wir starten mit 2 Holz, 1 Stein. Das haben wir jetzt so an Erfahrung gerade freigeschaltet. Wir haben 3 Energie. Und mit jedem Energie kann man einmal hier Sachen abbauen. Hier bräuchte man zum Beispiel für ein Holzscharfschütze bräuchten wir schon zwar langsam, jedoch sehr weit und verursacht 2 Schaden. Brauchen wir 3 Holz. Was haben wir denn hier noch? Angrenzende Waffenlager erhalten plus 1 Schaden. Alle Achtung. Genau, wir haben also Erweiterung. Wir haben Fallen, die zu nahe kommen. 4 Sekunden lang. Okay. Pro Tag nicht kombinierbar mit anderen Strohmatratzen. Oh, das ist interessant. Eine Strommatratze, sollten wir eine bauen. Bewegen tut man sich mit der rechten Maustaste. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Weiß ich nicht. Ist mir jetzt gerade auch egal. So, und man muss halt sich neben so einem Baum stellen, dann Alt drücken. Also die linke Alt-Taste. Und dann einfach über den Baum. Warum die Anzeige immer kommt, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen, aber eine Matratze sollten wir bauen und wir sollten, müssen wir mal gucken. Also erstmal brauchen wir nicht Schütze. So, das ist das allererste, was wir brauchen. Da kommen wir leider nicht drum rum. Dass wir erstmal ein Geschütz brauchen, damit wir überhaupt verteidigt werden können. Sammelt täglich Holz mit 60% der Stärke deiner Axt. Auch gut. Kostet mich 1 Energie. Aber ich hätte gesagt, wir gucken, dass wir erstmal hier Holz noch abbauen. So. Okay, 1 Holz kriegen wir gerade mal. Genau, man kann noch Sachen upgraden. Wir könnten jetzt auch schon eine Spitzhacke uns bauen. Aber genau, ich habe 0 Energie. Oh, die Nacht startet dann automatisch. Das ist interessant. Das wusste ich nicht. Ich weiß auch nicht, was das ist. Leuchtsteine. Wenn du in der Nähe eines aktiven Leuchtsteins stehst, erhältst du für deinen Bogen doppelte Angriff. Was für ein Bogen? Ich habe noch gar keinen Bogen.
Kann man später einen Bogen bauen? Okay. Bogen, Schwert. Gut, wir haben weiterhin nur... wir müssen ein Bett erstmal bauen. Damit wir mehr Energie haben. Ich dachte, das können wir jetzt bauen. Hier, so. Bauen wir direkt hier daneben. Dann marschieren wir hin. Ein Bett. Damit haben wir jetzt morgen 4 Energie. Das ist schon mal gut. Wir brauchen mehr Holz. Weil, ja. Das bedeutet, wir können morgen 1 Energie schon mal mehr aufbrauchen. So, genau. Das wäre natürlich schön, kostet mich aber wieder 1 Energie. Das bedeutet, man muss so eine Mischung finden aus Verteidigung und Angriff. Ich hätte jetzt gesagt, für heute, ja, ist erstmal, natürlich ist für heute Schluss. Das ist die Sekundenzahl? Okay. Gut. Man kann die Nacht nach meinem Kenntnisstand auch selber beenden. So, jetzt haben wir das Problem natürlich, dass wir jetzt mehr Gegner haben. Und die Frage ist halt, ob wir die alle down bekommen, bevor die hier rankommen. Da oben. Sehr schön. Haben wir geschafft. Erstmal einen Baum niederknüppeln. Denn ich brauche mindestens eine zweite Verteidigung gerade. So. Dann wäre der nächste Schritt... Warte mal, wie ist denn das? Einfach hier... Ich will ja nicht... okay, alt ist einfach nur die Höfe. Ich depp. Ich gerade. Muss einfach nur ran und dann... mit linker Maustaste drücken. Gut. Damit haben wir... wieder 3 Holz. Und ich sag, so wie es ist, ich brauche noch ein Bett. Du bist zu weit weg, ja. Aber dann haben wir schon mal... mehr Energie für den nächsten Tag. Also, das könnte so ein Gamechanger sein, dass man wirklich mehr und mehr Betten baut. Das mit den Türmen hier, 1 Schaden und alle umliegenden 8 Felder. Das wird so sein. Nehme ich mal ganz stark an. Angriffsgeschwindigkeit finde ich teilweise besser. Da müssen wir mal gucken. Dass man das hier nicht runter machen kann, finde ich halt schade. Irgendwie ausblenden, oder kann man es? Ach doch, man kann es ausblenden. Perfekt. Wir haben natürlich keine Waffe. Die haben jetzt mehr Leben. Uff. Okay, vielleicht war das doch keine gute Idee. Oder? Dein Schrein erhält einen Schild. Nein, ich will mit mehr Geld starten. Wir haben 5 Erfahrungen. Dein Schrein erhält eine eigene Kanone, die pro Schuss 1 Schaden verursacht. Das ist schon mal schön. Dein Schrein erhält einen Schild, der den ersten Vasallen, der ihn trifft, tötet und den Schild zerbricht. Schade. 50 Erfahrungen. Okay. Naja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal mit der Kanone. Okay, die zweite Nacht haben wir, glaube ich, überstanden, oder? Bin mir nicht sicher. Haben wir nicht, Dann hätte ich wahrscheinlich noch eine dritte Kanone bauen müssen, ne? Oder ich hätte die Reichweite erhöhen müssen. Angriffsgeschwindigkeit wäre auch noch eine Variante. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das Bett wirklich so nah dran stehen muss. Oder ob wir nicht die Kanone einfach hier so hinbauen. Weiß gar nicht, was das hier... wir können auch schneller machen. Das ist gut. So, wir werden jetzt auf alle Fälle erstmal ein Bett bauen. Das ist oberste Prio. So. Weiß gar nicht, wo müssen wir das hin? Können wir das irgendwo hinsetzen? Oder wird das dann kaputt gemacht? Oder wie läuft das?
Setzen das jetzt einfach mal nach da. So, dann brauchen wir, hätte ich gesagt, noch eine zweite Kanone. Auf alle Fälle. Die wir uns gerade nicht leisten können. Und ich würde halt gucken, ob wir... Oh, warte mal, wir können ja hier... Angriffsgeschwindigkeit oder die Reichweite ist natürlich auch nicht verkehrt. Aber ich gehe erstmal mit der Angriffsgeschwindigkeit, hätte ich jetzt gesagt. Wir bauen jetzt hier... Na, komm her. Die Angriffsgeschwindigkeit noch hoch. So, dann gehen wir wieder auf schneller. Okay. Dann haben wir jetzt 4 zur Auswahl. Was ist das da oben? Wir haben auch nur eine gewisse Zeit, wie wir sehen, an Tag. Sprich, wir können uns nicht hier ewig Zeit lassen. Deswegen gehe ich jetzt schon mal einen Ticken weiter weg wegen Holz. Was bist du? Was bist du? Baue ich dich gerade ab? Oh, ich baue dich ab. Ich habe nur keine Ahnung, was mir das gebracht hat. So, ich brauche auf jeden Fall erstmal noch eine Kanone. Die baue ich direkt daneben. Und dann können wir ja theoretisch schon mal starten. Schauen wir mal. So, wir haben, glaube ich, eine zweite... Haben wir eine zweite Nacht überstanden? Das ist die dritte Nacht. Okay. Okay. Oh, die haben schon 4. Aber ich glaube, die Schnelligkeit war gut. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das war, was wir da abgebaut haben. So, jetzt komm mal, latsch mal ein paar Meter. Bau hier hinten Holz ab. So, was können wir denn noch bauen? Also, ich würde fast sagen, wir... Ah, das geht nicht. Plus einen Schaden haben wir nicht. Dann bauen wir noch eine dritte Kanone. Hilft halt alles nichts gerade. So, damit haben wir 4 Holz. Aber wir brauchen halt gerade... Wir brauchen, glaube ich, wirklich gerade noch eine dritte Kanone. Oder testen wir es mit dem Bett? Halt. Weil wir brauchen, hier bräuchten wir Stein für. Und eine Menge Holz. Dafür brauchen wir aber Energie. Und Energie ist halt auch extrem wichtig. Deswegen bauen wir dich noch und hoffen, dass wir es überleben. Wenn nicht, haben wir... Ja, dann ist das halt so. Eieieiei. Ah, stimmt. Mein Tower hat ja auch eine Kanone. Nein! Ah, okay. Was ist das? Füge 2 DPS allen Gegnern in Sprengnähe zu. Haben wir jetzt freigeschaltet. Okay, wir haben 5 Erfahrungen erhalten. Okay. Erfordert die Erweiterung Kingdoms. Dein Schrein generiert alle 4 Tage ein Schutzschild. Okay, das bedeutet, das gibt eine Erweiterung. Oh, okay. Hier auch. Ich weiß gar nicht, ob die Erweiterung was kostet. Ich gucke mal kurz nach. Unter Steam. Weil das muss ja bei Steam stehen. Deswegen lasse ich kurz mal das Fenster offen. Ich gehe mal in die Shop-Seite. Und will einfach mal wissen. Okay, es ist... Okay, es gibt die Erweiterung Outpost Kingdoms. Kostet 10 Euro. Sprich, wenn man das Spiel nicht kosten, so könnte man das Spiel also sagen, ja, es kostet 10 Euro. Könnte man jetzt so sagen, wenn man das wirklich voll haben möchte. Man kann auch den Soundtrack kaufen für 4 Euro gerade. Ja, weiß ich nicht. So, wir gehen jetzt nochmal damit. Also das ist ja, wir schaffen ja nicht mal Tag 5 oder so, ne? Also
Das Problem, was ich halt hauptsächlich habe, ist, dass wir keine Waffe haben. Bogen benötigt 3 Holz. Okay, das bedeutet, wir sollten. Was? Nächstes Upgrade: Angel, Ressourcen, Chance, einen Schatz zu finden. Oh, okay. Gut, aber wir gehen schnell los, sammeln Holz. Ein paar Meter weit weg. Damit wir nachher nicht so weit latschen müssen. Muss mir halt nur merken, wo mein Schrein ist. Ich weiß gar nicht, wie groß die Karte wirklich ist. So. Okay. Mehr haben wir nicht. Kostet mich auch 3. Ah, da haben wir dann die Bewegungsgeschwindigkeit. Okay. So. Und wir bauen direkt dich. Jetzt haben wir da noch die. So, jetzt können wir schon auf der Nacht schalten. Dann schalten wir um. Wir haben Angriffsgeschwindigkeit hoch. Ich würde als nächstes ein Bett bauen wollen. Ich hoffe, das passt. So, erstmal hier Sicht. Ich brauche ein bisschen Sicht. Einfach nur ein bisschen Sicht. Ich weiß gar nicht, ob irgendwann was nachwächst. Wir haben ja auch schon so einen Strauch und so gesehen. Also hier gibt es ja noch unzählige Sachen, die man freischaltet. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht wann, in welcher Form, aber okay. So, wir bauen erstmal ein Bett. Wir bauen das Bett jetzt einfach mal nach da. Ich habe keine Ahnung, ob man das Bett nah dran bauen muss oder nicht. Mehr haben wir nicht. Dann kommt als nächstes der Bogen, weil damit haben wir natürlich die Möglichkeit mit dem Bogen, dass wir natürlich eh zum Feind rennen und dann schon mal auf den Feind Schaden verursachen. Was natürlich ein Vorteil ist, weil unsere Geschütze sind ja komplett stationär. Wir hätten uns vielleicht auch am Anfang direkt erstmal nur einen Bogen bauen sollen, oder? Vielleicht hätte das auch schon was gebracht. Also wir holen uns jetzt als erstes erstmal einen Bogen. So viel steht außer Frage. Und dann schauen wir mal. So, wir können das auch. Fällt ein Holz. Du kannst es jetzt nicht aufwerten. Warum nicht? Ist das noch nicht möglich oder warum nicht? So, jetzt haben wir einen Bogen. Das ist doch schon mal schick. Dann gucken wir mal. Wir gehen direkt in die Richtung. Okay, perfekt. Das meine ich. Hallo? Kannst du nur einmal schießen? Das war jetzt etwas merkwürdig. Warum kann ich die nicht aufwerten? Gut, ich sag mal so, wenn man die kleinen natürlich schon mal down macht, ist das auch schon eine Menge wert. So, kostet mich ein Holz die Hose. 20% Bewegungsgeschwindigkeit. So, wir gucken mal. Ich werde, glaube ich, jetzt auf Turm und Reichweite gehen, bevor ich jetzt noch ein Bett baue. Das Bett muss dann morgen kommen, hätte ich jetzt gesagt. So. Und so. Wir gehen mal nach oben. Ah, ich muss die antippern. Ah, okay. So. Nein!
Da kommen jetzt viele. Ah, okay. Da, au, oh, hier, was ist das denn? Schaltet deine Steinaxt-Upgrade frei. Axt-Upgrade erhöht die Sammelgeschwindigkeit und die Menge der angeforderten Ressourcen. Oh, das ist gut. Also, ja, wenn man es anklickt, ist es schon ausgewählt. Das ist natürlich, aber das ist natürlich wichtig. Wir hatten doch noch irgendwas freigeschaltet, meiner Meinung nach, aber okay. Gut, gehen wir nochmal rein. Weil interessant ist natürlich jetzt, ein Stein und zwei Holz. Die haben wir gerade. Dann bauen wir doch erstmal die Axt und dann gucken wir, was da passiert. Wir kriegen dadurch zwei Holz. Das ist mega. Durch den Start, ja. Weil wir können jetzt zwei Sachen machen. Wir können jetzt erstmal eine Kanone bauen. Und wir können direkt einen Schlafsack bauen. Oder nee? Nee, können wir nicht. Ah, Mist. Aber dann können wir zumindest dich direkt bauen. Und dann können wir nächste Runde einen Schlafsack bauen. So. Ja, wir müssen jetzt hier kurz in der Umgebung ein bisschen erstmal. Wir müssen Punkte sammeln. So. Okay, 5. Warum machen wir nur 5? Das verstehe ich nicht ganz, aber okay. Bauen wir da dich hin. Wäre eine Variante. Die Axt, Spitzhacke brauchen wir, glaube ich, gerade nicht. Wir könnten noch die Reichweite direkt erhöhen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. So, wir haben ja keine Waffe. So, was haben wir denn hier noch? Eine Falle. Reduziert die Heilung von Gegnern, die zu nahe kommen, um 30%. Verursacht 4 Sekunden lang einen. Okay. Die Fallen sind gar nicht mal so unübel, sehe ich gerade. Oh. So. Ich frage mich gerade, können wir in der Nacht schon farmen? Also Bäume farmen? Oder müssen wir da wirklich am Tag drauf warten? Jetzt gucken wir nochmal. Einen nur bekommen. Zwei bekommen. Also die Möglichkeit besteht, wenn ich das richtig sehe, oder? Oder liegt das an dem Baum? Das kann auch an dem Baum liegen, ja. Guck mal, jetzt haben wir zum Beispiel 7. Das bedeutet, wir können tatsächlich uns einen Bogen bauen. Wir können eine Kanone bauen. So, jetzt ist die Frage, lohnt es sich? Achso, wir haben jetzt nur noch ein Holz. Na, dann lohnt sich doch, wenn wir nur ein Holz haben, bauen wir dich. Okay. So, da kommen viele Gegner. Okay, haben wir. Und jetzt auf der anderen Seite, da kommen mehr Gegner. Oh, wir haben die Nacht überstanden. Eieieiei. Es kann an den Bäumen liegen, dass die nur eingeben, oder? Nee, okay, es liegt wirklich, das ist... Wir brauchen auf jeden Fall wieder ein Bett. Können wir sagen, was wir wollen, ne? Also wir brauchen ein Bett. So oder so. Wir könnten jetzt sogar zwei Betten bauen, wenn ich das richtig sehe. Okay, wir bauen... Wir bauen auf jeden Fall ein Bett. Ne, wir bauen noch ein zweites, wenn möglich. Bauen jetzt hier einfach eine Bettenstation. Okay. Na dann. Muss erstmal in die Richtung. Darf aber auch nicht zu weit weg.
So, hoch. Nein! Oh, haben wir... okay, das war eng. Aber wir haben nur 4 Energie, sehe ich gerade. Können wir... Achso, können wir maximal 4 Energie haben? Das wäre natürlich... bitter. Wenn das so gemeint ist damit. Weil ich kann gerade nichts anderes machen. Jetzt könnten wir noch die Spitzhacke rausholen. Wir haben noch eine Energie. Die soll, ach so, ah, Mist. Jetzt hat mal. Okay. Das ist schon aufgewertet. Das wird jetzt auf jeden Fall... Oh, König der Waschbären kommt. Uff. Ja, da müssen wir ja gegen ankämpfen. Wo ist er denn? Da. Okay, man kann tatsächlich im Laufen schießen. Finde ich klasse. Aber ich glaube, das werde ich... Haben wir es geschafft? Nee, er ist durchgekommen, war. Schade, schade. Und jetzt beginnt halt das große Farm. Ne, Bogenupgrade erhöht die Angriffsschaden und die Angriffsreichweite. Das ist natürlich mega wichtig. Aber das ist halt ein... Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier auch mal Feierabend. Ja doch, wir machen Feierabend. Erstmal zum Fazit. Nettes Spiel. Was mich jetzt ein bisschen stört, dass hier so viele Erweiterungs-Items sind. Wenn man jetzt so wirklich darüber nachdenkt, ist es kostenlos und man kann es mit Sicherheit eine ganze Weile spielen. Aber ich glaube, ohne diese Erweiterung kommst du nicht auf diese, wenn man jetzt die Bestenliste sieht, auf diese Nächte überhaupt. Ich habe 4 Nächte überstanden. Ja, ist ein bisschen wenig, aber okay. Es ist, wie es ist, was soll ich sagen? Ich würde... sagen, ist nett, aber wie gesagt, dieser bittere Beigeschmack mit den 10 Euro. Ich weiß, Entwickler wollen oder müssen natürlich Geld verdienen dafür. Können wir nicht sagen, aber 10 Euro weiß ich nicht. Man müsste mal weiterspielen, um zu gucken, wie weit kommt man wirklich. Ich weiß gar nicht, wann das freigeschaltet wird. Beginne das Spiel mit 4 oder ob man wirklich 50 Erfahrung. Also da kann man natürlich eine Menge farmen. Wirklich eine ganze Menge Farm und ja, dann kommt man mit Sicherheit auch einige Nächte weit. Wie weit? Kann ich natürlich nicht beurteilen, aber ich würde sagen, schaut rein, wenn ihr mal Bock habt. Aber es geht sogar noch weiter, sehe ich gerade. Ach du heiliger Bimbam. Okay, es geht noch weiter. Gut, da ist also doch noch eine ganze Menge drin. Anscheinend gibt es auch Sommer, Winter und so weiter. Das ist okay. Halleluja. Also ihr habt auch, wenn ihr kostenlos spielt, anscheinend eine ganze ja, Zeit lang Spaß damit, würde ich sagen. Bis ihr alles upgradet habt, was nicht kostenpflichtig ist. Und dann muss man sich halt entscheiden, ob man so viel Spaß hatte oder nicht. Aber ich glaube, wenn man alles freigeschaltet hat, was kostenlos ist, dann kann man auch die 10 Euro dafür investieren. Daher, ja, mein Fazit, nett, fein, trotzdem dieser kleine bittere Geschmack wegen dem Kostenpflichtigen am Ende, das ist aber ein einmaliger Preis, deswegen ist das wieder schon okay, würde ich sagen. Und ja, ich sag mal so, wenn man alles freigeschaltet hat, hat man locker, dann ist das auch locker die 10 Euro wert. Daher... danke ich euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.